Willkommen zurück bei Pokémon Kristall, der Nuzlocke Edition. Wir befinden uns in der Pokémon Liga. Und letztes Mal haben wir Koga und Willi besiegt. Willi war ziemlich schwer. Koga war relativ easy. Dank Mystogan. Und jetzt stehen wir, wie hieß der Junge? Ich glaube Bruno war der Name, ne? Bevor. Und ich glaube Bruno hatte Kampf-Pokémon? Kampf-Pokémon. Warum ist hier Lava? Warum liegt hier Lava rum? Warum hast du so viele Muskeln? Ich glaube, der Junge hatte Kampf-Pokémon tatsächlich. Okay. Da habe ich doch eine Idee. Wir leaden bereits mit Mystogan und Mystogan ist, wie ihr wisst, ein sehr starkes Pokémon gegen Kampf-Pokémon. Warum soll ich... Yo, können wir einen weiteren Boy einfach so wegsweepen mit Mystogan? Wir gehen rein. Ich bin Bruno, ein weiteres Mitglied der Top 4. Ich trainiere, bis ich erschöpft bin, da ich an mein Potenzial glaube. Auf diese Art bin ich so stark geworden. Kannst du unserer Kraft widerstehen? Hm? Ich sehe, du fürchtest dich nicht und du siehst entschlossen aus. Genau richtig für einen Kampf. Bereit, Sefi? Du wirst dich unserer unbändigen Kraft beugen müssen. Das werden wir sehen, my boy. Das werden wir sehen. Freunde, an der Stelle möchte ich mich ganz herzlich bedanken nochmal bei jedem einzelnen von euch, bei jedem einzelnen Schlingel, der dieses Projekt immer noch weiter verfolgt und generell, dass ihr auf meinem YouTube-Kanal seid und bei den Streams und so weiter und dass ihr mich supportet, egal ob finanziell oder alleine mit eurer Anwesenheit, denn ich könnte dieses Leben, was ich jetzt habe, nicht führen ohne euch, meine Unabhängigkeit und... Das ist nicht selbstverständlich, dafür muss man sich immer wieder bedanken oder ich möchte mich immer wieder bedanken und ohne euch könnte ich Project Y nicht auf die Beine stellen, was ich ja im letzten Part ganz am Ende nochmal angesprochen habe. Und ich glaube, ihr werdet die Ausmaße dieses Projekts erst dann verstehen, wenn ihr es seht. Und ohne euren Support wäre dieses Projekt ebenfalls niemals möglich gewesen. Ich bedanke mich also ganz herzlich für alles, was ihr für den Kanal tut und ich freue mich ultra krass auf die Zukunft. 2018 wird das heftigste Jahr, was wir jemals hatten auf diesem Kanal, das verspreche ich euch. Es wird so viele krasse Sachen geben. Wenn ihr dachtet, 2016 oder 2017 war es schon krass, holy shit, dann bereitet euch vor. In diesem Jahr werden wir safe die 100.000 erreichen, davon gehe ich aus, beziehungsweise das ist mein Ziel im Jahre 2018 und noch krasse Projekte auf die Beine stellen. Nicht nur hier auf YouTube, sondern auch anderweitig. Aber vor allem auch wieder mehr hier auf YouTube. Ein bisschen Oldschool, Back to the Roots. Das ist mein Plan. Top 4 Bruno möchte kämpfen. Schickt Capoeira in den Kampf. Capoeira. Capoeira könnte... Kann das Ding schon Mark Punch in dieser Gen? Was kann er in dieser Gen? Dreifachkick oder so ein Scheiß, ne? Ich gehe für die Psychokinese. Ich überlege gar nicht lange. Das Ding stirbt auf jeden Fall. Ja. Bah! Sehr schön. Oh, er holt Onyx. Er hat einen Onyx? Ja gut, warte mal. Onyx könnte ich in der Theorie mit einem Eishieb wegknallen. Onyx Spezialdef ist scheiße. Ah, die Sache ist die, will ich jetzt switchen und... Okay, warte mal. Wenn ich jetzt switche und zu Ali reingehe, werde ich einen Hit tanken, ich kann ihn vierfach effektiv treffen, genauso wie mit Aurora. Die Sache ist dann nur die, dass ich dann nicht mehr wirklich reinkomme. Das Ding ist, mit Mallorca habe ich keinen Gigasauger, der wäre nämlich auch super und würde Kampfattacken dann wieder resisten. Ich komme nicht mehr zu Mystogan rein, wenn ich jetzt raus switche. Ganz simpel. Ich gehe für einen Ice Heap. Ich mach's. Speziell. In dieser Edition ist es speziell. Sehr effektiv, Digga. Onyx hat keine... Ja! Keine Spätzdef-Werte! Alter, Mystogan ist so fucking OP! Dieses Ding ist so stark. Nocturne. Ja,
outspeede ich. Ja, ich muss aufpassen, ne? Ich bin kein Simsala, ich bin nur ein Kadabra. Kadabra ist kein voll entwickeltes Pokémon. Wie viel Init hab ich? Ich hab 115 Init. 84. 94. 68. 45. Okay. Mistogan ist mein schnellstes Pokémon, allerdings kann halt ein schnelles Pokémon da auch outspeeden, ne? Oh, shit. Okay, ich resiste den Tempo-Heap zum Glück. Und nur 40er Stab. Von daher ist das okay. Holy shit, jetzt dachte ich gerade. Für eine Sekunde. Das war ein Crit. Und Nocturne geht down. Kickly hat er auch noch, oder? Ja, Kickly. Ah, Kickly hat gute Spätz-Def-Werte. Oder? Oder was Def-Werte? Def-Werte. Nocturne hat gute Spätz-Def-Werte. Dann müsste die Psychokinese auch für den Jungen reichen. Alter, das ist Stab. Sehr effektiv. Come on, es ist eine Psychokinese. Ich bin höher gelevelt, als ob das nicht reicht. Ey, wenn es einmal nicht reicht, dann ist Mistogan einfach weg. Ne, weil wenn da irgendwie ein Turmkick oder ein Steinhagel oder so ein Scheiß kommt, Alter. Machomai. Machomai hat gute Spätz-Def-Werte und es ist 46. Das Problem ist nur, Täubchen wird zerstört von Kreuzhieb und Steinhagel hat das Safe oder irgendwie sowas. Wupp Wupp wird zerstört, Ali tankt keine zwei Hits, er könnte sogar einen Donnerschlag haben in der Theorie, ne? Ich muss auf Psychokinese gehen, Alter. Und ich hoffe, dass es killt. Ich hoffe wirklich, dass es killt. Es wird wahrscheinlich nicht reichen, ne? Ah! Oh, shit! Okay. No doubts, keine Zweifel, Mistogan ist der fucking MVP gerade von dieser Pokémon-Liga. Und er ist nicht overlevelt. Der Junge war gerade auf dem genau selben Level. Wie konnte ich nur verlieren? Ja, Digga. Ich hab einen fucking Kadabra. Mit Kadabra fickt man nicht rum. Alter, Kadabra gerade solo durchgesweept. Okay, was ist der nächste? Oh, Agathe oder so hieß die, ne? Die hatte doch Geister-Pokémon. Ah, Geister-Pokémon sind schlecht für mich. Um ehrlich zu sein. Was habe ich? Ich habe keinen einzigen, der Geister sehr effektiv hitten kann. Ich habe kein einziges Pokémon, was Geister sehr effektiv hitten kann. Okay, wenn sie ein Gengar hat, von dem ich ausgehe, kann ich potenziell mit Mistogan Gengar rausnehmen, weil Gengar ist Gift. Allerdings ist Gengar ein voll entwickeltes Pokémon und schneller als Kadabra. Das ist das Problem, my boy. Was wird sie für Pokémon haben? Gengar wird sie safe haben. Und das Problem mit Mistogan ist dann halt einfach, dass Gengar es outspeedet. Und Geist-Stab ist physisch und Mistogan tankt gar nichts, was physisch ist. Ne, speziell defensiv, 90er speziell defensiv, aber 50er Def, das ist gar nichts. Ein Spukball, wenn der Spukball speziell wäre, würde ich ihn wahrscheinlich tanken. Auch wenn es sehr effektiv ist. Aber physisch, no fucking way. Obwohl Gengars Spätz-Attack ist ja auch, oder Gengars Attack ist ja auch schlecht. Das könnte es vielleicht wieder ausgleichen. I don't know, ich will es ehrlich gesagt nicht riskieren. Habe ich irgendeinen Move? Warte mal, was hat sie denn alles? Oh, warte mal. Hat sie Unlicht-Pokémon? Das Ding ist, in der zweiten Gen kam der Typ Unlicht dazu. Gemeinsam mit Stahl. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nur einen Gengar hat. Mit irgendwie einem Alpolo und einem Nebulak oder so. Sondern sie wird Unlicht-Pokémon haben. Und da kann Mistogan gar nichts tun! Oh shit! Okay. Das wird interessant. Das wird interessant. Ich habe keinen Kampf-Pokémon. Ich habe auch kein Käfer-Pokémon. Das heißt, dieses Battle wird nur mit Raw Power zu gewinnen sein.
Ach, goddammit. Will ich mit Majorca leaden? Wenn es wirklich ein Unlicht-Pokémon ist, kann ich damit nichts tun außer Egelsamen. Da muss ich wieder switchen. Ich müsste mit Wubwub leaden, ne? Aurora könnte unter Umständen mit Regentanz ein bisschen was machen. Ha. Okay, ich habe eine Idee. Ich setze mal auf mit einer Donnerwelle, einem Konfus, mit einem Superschall. Und dann kann ich wechseln, Regentanz setupen und dann Surfer spammen. Und hoffen, dass alles und jeder stirbt. Was anderes kann ich an der Stelle nicht machen. Okay. Bin ich bereit? Okay. Oh, du bist gar nicht Al-Agathe, du bist Melanie? Ich bin Melanie, Nummer 4 der Top 4. Du heißt Sefi? Sehr amüsant, ich liebe Pokémon des Typ Unlicht! Oh, sie ist nicht Agathe, sie ist Melanie mit Unlicht-Pokémon. Ihr wilder, harter Ruf gefällt mir. Warte mal, hat Stahl nicht Unlicht-resistet in dieser Gen? Und sie sind wirklich stark. Glaubst du, du kannst es mit uns aufnehmen? Los! Ich will mich amüsieren. Auf geht's. Ah, dieses Battle könnte jetzt sehr interessant werden, tatsächlich. Oh, die ist jung, die Olle. Ich dachte, die hat weiße Haare und einen Stock. Das war Agathe. Die ist jung, tatsächlich, die Olle. Nachtara, no! Oh, no, ich habe kein Toxin. Kann das Ding schon Wish haben oder so ein Scheiß? Okay, warte mal. Ich gehe straight für die Donner. Oh, warte mal. Die hat Synchro. Hat die nicht Synchro? Nee, ist ja keine Fähigkeit. Ja, ist ja keine. Fuck, ich vergesse immer, dass sie keine Fähigkeiten hat. Okay, Sandwirbel. Das ist völlig okay. Sandwirbel. Soll ich für einen Superschall gehen? Ich gehe mal für einen Superschall. Fuck. Okay, jetzt kann ich nicht mehr fliehen. Super. Sehr schön. Das heißt, ich muss gegen Nachtara kämpfen mit meinem Wubwub. Okay, ich gehe auf den Donnerschock. Ich treffe, Gott sei Dank. Dreckiger Sandwirbel. Oh my goodness, das macht gar nichts. Yo, wenn der Junge irgendwas hat, um sich zu heilen, dann ist vorbei. Soll ich für einen Ultraschall? Nee, Ultraschall kann halt verfehlen, ne? Alter, macht das wenig Damage. Das ist ein Step-Donnerschock von einem Magneton mit einem richtig krassen Spätz-Attack. Triff doch, du Dreckiger! Oh my goodness. Okay. Okay, das wird jetzt hexig. Das wird jetzt nur darauf ankommen, wer jetzt die Hex bekommt. Und soweit sieht's okay für mich aus. Dafür, dass ich einen Sandwirbel kassiert habe, treffe ich meine Moves okay. Ich habe noch kein bisschen Damage gefressen. Yo, Nachtara kommt nicht durch, ne? Nachtara kommt nicht durch. Nicht mehr verwirrt. Ich wusste es! Ich wusste es! Du altes ne... Oh nein, sie wird eine fucking Genesung haben, ne? Sie wird eine fucking Top-Genesung droppen. Sie wird eine fucking Top-Genesung droppen. Fuck, ich würde gerne rausswitchen, aber ich kann nicht. Okay, das bedeutet, ich muss in einer Runde, wir müssen die Verwirrung bekommen und der Donnerschock muss rausgeknallt werden, ne? Come on, bitte triff. Mach keine Faxen. Finte, okay, sie hat Finte. Wird das resisted? Ich hoffe. Oh my goodness, das war ein Crit. Nichts effektiv. Okay, kann ich bitte critten? Kann ich bitte treffen? Okay, das wird jetzt fucking ätzend werden. Das wird fucking ätzend werden! Oh mein Gott, triff doch! Oh mein Gott. Ich krieg die Krise, ne? Ich krieg die Krise jetzt gleich. Das Problem ist, ich kann nicht fliehen, ich kann nicht raus. Das bedeutet, der fucking Sandwirbel bleibt drauf und sie wird top genesen. Ich weiß es.
Fuck you, boy. Okay, ich darf eine Top-Genesung einsetzen. Solange ich die Verwirrung drauf bekomme, ist alles cool. Ja! Oh my fucking goodness! Okay. Es hat sich verwirrt. Das bedeutet, sie wird jetzt für eine Top-Genesung gehen, ne? Sie gehen nicht! Nein! Ich verfehle! Sie gehen nicht für die Top-Genesung? Dann lässt sie nach Tara sterben, oder wie? Bitte ich dir! Oh mein Gott! Holy shit! Das nach Tara hat mich mal getrappt, ne? Ich hätte so schnell zu Suicune wechseln sollen, oh mein Gott. Okay, was kommt jetzt? Hundemon, okay. Alles klar, Digga. Alles klar. Ich gehe raus zu Ali. Warte mal, wie viel Spätzdef habe ich auf Ali? 89. Wie viel habe ich auf Aurora? 75. 77. 89. 102, okay. Die Sache ist die, ich will noch nicht... Okay, wenn sie wirklich einen Gengar hat, dann brauche ich vielleicht für Gengar Ali. Das bedeutet, ich gehe jetzt zu Aurora, jetzt wo ich die Spätzdef brauche. Flammenwurf. Okay, das wird resisted und ich habe gute Spätzlewerte. Oh mein Gott, das hat viel zu viel gemacht. Burn, come on! No fucking way! Okay, weißt du was? Ich setze jetzt Regentanz auf. Und danach gebe ich mir die Top-Genesung. Oh my goodness! Okay. Leider outspeedet mich das Hundemon. Okay, ich muss für Aurora... Die Top-Genesung einsetzen. Ich muss Aurora den Heal geben. Heilige Mutter Maria, wie viel Damage das gerade gemacht hat. Der fucking Knirscher, ey. So, der Burn ist weg und ich bin 100% aufgefüllt. Seine Feuerattacken machen gar nichts mehr. Der Knirscher wird ein bisschen was machen, aber ich dürfte zwei tanken davon, oder? Okay, Knirscher kommt raus. Come on, ich tanke doch zwei, oder? Ja, okay. Wenn er jetzt nicht crittet, dann kann ich das Ding one-shotten. Surfer. Please. Wenn er jetzt nicht crittet, dann kann ich das Ding one-shotten. Okay. Mein fucking Suicune ist gerade gestorben. Okay. Ich habe immer noch ein Wasser-Pokémon. Ich habe immer noch Ali. Der Regen ist da. Ich hätte einfach surfen sollen, Alter. Ich hätte einfach fucking surfen sollen. Wie viel Death habe ich mit Ali, Alter? Oh, fuck, ey. Spätzdef sinkt. Oh, stimmt, das war ja ein Spätz-Attack-Angriff. In dieser Gen. Deswegen macht er so viel Damage. Im Regen überlebst du das nicht. Es ist Stab. Fick dich, verpiss dich. Verreck in der Hölle. Oh, mein Gott. Ich weiß nicht, ob sich das gelohnt hat. Mit dem Setup. Gifloor. Ja, nice. Ich habe keinen Ice-Move mehr, ne? Ich habe keine Eisattacken mehr. Ich muss zu Täubchen raus oder vielleicht zu Mystogan, wobei Gifloor kann halt Giftattacken und die sind physisch. Ich gehe zu Täubchen. Oh, warum musste der Crit jetzt wieder sein, Alter? Blättertanz. Das wird resisted. Aber hat 120er Stab, ne? Okay. Ich gehe für den Flügelschlag. Ich hätte auch fürs Fliegen gehen können.
aber das hätte nicht gereicht und Blättertanz wäre daneben gegangen und er hätte dann den Move wechseln können, glaube ich, ne? Dann gehe ich jetzt für Fliegen. Nee, ich gehe jetzt einfach für den Flügelschlag. Fuck you, Alter. Stirb. Ah, Aurora, come the fuck on. Warum mussten wir jetzt ein Pokémon verlieren? Ausgerechnet Aurora, ich habe so gut gespielt bisher. Und jetzt werde ich wieder, jetzt werde ich anfangen zu strugglen, ne? Ah, Gengar. Was genau will mir... Hat das Ding Donnerblitz? Hat dieses Gengar etwa Donnerblitz? Das Problem ist, ich kann nicht zu Wurmbrot rein, weil wenn er... Okay, Donnerblitz wird halt vierfach resisted. Spukball wird einmal resisted. Warum würde er für Spukball gehen, wenn Täubchen drin ist? Was macht er? Focus Blast gab's hier noch nicht? Was hat so ein Gengar, Alter? Soll ich mal für Fliegen gehen, um zu sehen, was er tut? Oh, er geht für Fluch? Ja, okay. Das Problem ist jetzt, dass ich zwei Runden Damage fressen will. Oh Gott, das wird super knapp werden. Groll. Groll und Fluch? Ernsthaft? Okay, das war's mit Gengar. Nein, war's nicht. Oh my goodness. Ah, fuck! Okay. Ich hätte für Flügelschlag zweimal gehen sollen, aber ich dachte, vielleicht geht er... Ah, dammit. Ich gehe zu... Wup Wup. Wie viel Init hat Wup Wup noch gleich? Es hat doch... krasse Po... Ja, 77, nee. Das würde nicht outspeeden. Aber... Er hat keinen Move revealed. Hat er einen Spukball? Okay, der Junge hat Abgangsbund. Jetzt weiß ich, was der letzte Move war. Donnerwelle. Oh, er hat Schlecker. Okay, mit Schlecker kann er mich nicht... Kann er mir nicht viel machen. Ich kämpfe die Donnerwelle. Jetzt outspeede ich. Er hat Schlecker eingesetzt. Das heißt, ich kann ihn töten. Der Abgangsbund ist weg. Oder? Ja. Oh mein Gott. Okay, er hat noch ein Pokémon. Kramurks. Sie hat noch ein Pokémon, sorry. Kramurks. Okay, Kramurks, Kramurks. Ich resiste Flugattacken, ich resiste Unlichtattacken. Ich gehe trotzdem für eine Donnerwelle. Einfach um das Ding zu paralysieren. Okay, das macht nicht allzu viel Damage. Ich glaube, ich tanke sogar noch einen Crit. Oder? So, jetzt outspeede ich ihn. Donnerschock. Oh, wow. Das hat viel gemacht. Para. Nice. Oh mein Gott. Oh, wir gewinnen das Match gegen Melanie. Mit einem Pokémon-Verlust. Starke Pokémon, schwache Pokémon. Das ist nur eine subjektive Einschätzung anderer Menschen. Wirklich begabte Trainer gewinnen mit ihren Lieblings-Pokémon. Ich mag deinen Stil. Du weißt, was wichtig ist. Schreite voran, der Champ wartet. Trotz meines Einsatzes von der Top-Genesung haben wir in dieser Folge Aurora aufgrund eines Crits verloren. Das wird uns wahrscheinlich teuer zu stehen kommen, denn der Endgegner ist meines Wissens nach Siegfried und der hat Drachen-Pokémon. Und Drachen-Pokémon sind vierfach schwach gegen Eissturm und Eissturm mit Init-Drops sind immer gut. Und
Ohne Aurora wird schwer werden. Muss ich ganz ehrlich mit euch sein. Aber in Ordnung. Das war's für den heutigen Part. Im nächsten Part wird der Champion angegangen. Und dann wird sich rausstellen, ob wir das Zeug zum Johto-Champion haben oder eben nicht. Wir sehen uns im nächsten Part. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Ganz wichtig. Haut rein. Und bis dann.